Ja, herzlich willkommen wieder zu MotoGP 13, kurz vor Schluss hier. Ja, hier im Quali leider momentan gerade mal nicht mehr drin. Da und da geht es sogar noch zurück auf P9, weil da noch sich ein paar verbessert haben. Da starten wir heute mal von ein bisschen weiter hinten. Ja, ihr Rest, das wird jetzt auch wieder nicht so einfach. Meine Grand Prix, wo ich dann im Rennen schön triumphieren werde, die werden erst kommen. Aber schauen wir mal, was drinnen ist. Wieder am Laptop unterwegs, da nehme ich gleich jetzt ein paar auf, weil ich gerade Zeit habe. Also kann sein, dass da jetzt ein paar auch dann hintereinander hochgeladen werden, dass wir die dann auch fertig bringen. So, es ist eigentlich nur nass draußen, aber man kann sicher trotzdem irgendwie nicht, weil es trocknet nämlich auf. Man kann nicht wechseln. Es ist wirklich, naja. Warum sie da vom Superbike einen Rückschritt machen, ist mir zwar auch ein Rätsel. Ah, bitte. So. Start frei. Los geht's. Am Anfangsgetümmel ist sicher gleich einmal lustig. Ja, super Linie erwischt wieder hier. Wunderbar. Die gehen gerade runter. Edwards schließt da rein. Hier. Ja, Operation WM-Titel schaut jetzt ein bisschen schwierig aus für uns hier in der Position. Da liegt einer. Iannone war das, Crash. Ja, noch einmal raus ins Grüne, jawohl, perfekt. Konzentration ist hier gefordert. Es gibt ja nicht. Wieder da am Körper raus. Thank you.
das Beschek hier. Espargaro haben wir da. Smith. Das gibt's ja nicht, und da wieder raus. Die Frame ist hier nicht so hoch, da kann man nicht so genau fahren, leider. Das ist im Laptop nicht ganz so einfach. Auf gewissen Strecken muss man dann ziemlich genau fahren und das ist dann, oder in gewissen Kurven auch, ist dann hier leider ein bisschen schwieriger. Aber wir geben unser Bestes. Elfter noch immer nur. Heieiei. Mark ist überhaupt Quatsch, oder dürfte auch irgendwas gewesen sein. Ist wieder bei 150 und fahrt zu weit, verstehe ich nicht. Petrucci gut unterwegs heute hier. Ja, du kannst mich mal. Geht er da vom Gas oder was macht er da? Ganz wenig besser, da glaube ich. Das ist ja die Clemens Rule in dem Fall. Depiné. Den sollte man noch besmäßiger haben. Und Hayden ist da schon. Und zumindest sind wir mal einstellig. Jetzt kommt der Benny wieder. Das gibt's ja nicht. Ja, genau. Fahren wir hier rein. Gott, mal wieder die Wiese raus, das ist ja... Ah, gutes Manöver von Depiné. Gibt nicht so leicht auf, also was fällt ja wieder raus? Gibt's ja nicht. Ach da, ja, und jetzt nach vorne schaut es nicht gut aus. Ich sehe nämlich niemand. Dovizioso wäre vor mir, aber der ist weit weg anscheinend.
Runde 6 von 10 haben wir. Gar nicht so schlecht aus für das. Warum? Wo? Nein, nie mein Leben da hinten verbremst. Das gibt's ja nicht. Ah, die Framerate ist schon sehr im Keller. Unglaublich. Sehen Sie mal ein Motorrad. Und das, ja, war Dovizioso. Super angefahren, super angefahren, die Kurve. Was ist denn da? Staub und Zieler. So werden wir Dovizioso nicht einholen. Die Wiese. Also wenn es Dovizioso dürfte da nicht den Mörderspeed haben zumindest. Lorenzo V.
vor Rossi, Pedrosa, Marquez. Das ist wieder Tatswert. Jetzt geht bald gar nichts mehr, Billy Mann. Mehr Motorräder da vorne, so weit werden wir gar nicht weg. Es früher einlegen, das kann nicht so schwer sein. So näher, ich glaube sie gar nicht. Und drauf. So, irgendwie habe ich das in anders in Erinnerung hier in Jerez. Es geht schon die letzte Runde. Scheiße, glaube ich, hier geht noch zwei. Verdammt! Wieder da außen, das gibt's ja nicht. Habe ich doch immer einen Bremspunkt gehabt, der hat spät umgelegt auch wieder. Ja, da wird das Reifen und vorne Bradl, glaube ich. Die wird auch schon ziemlich unten sein, so wie es ausschaut. Hier kommt auch nicht mehr aus der Kurve. Wunderbar, da sind wir schon Siebter. Da waren wir gar nicht einmal so schlecht unterwegs, wie ich das befürchtet habe. Die anderen auch mit Problemen. Aber hier zu schwach. Das war's. Hey. Während wir auf den Beginn der Feierlichkeiten im Parc Fermé warten, veröffentlicht die... Also steht es mit 15 Frames hier und das jetzt hier im Menü. Hey, hat das... Siebter Platz hier. Ei, ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich glaube, am Computer wäre ich da ein paar Plätze weiter vorne gewesen. Auf jeden Fall gewinnt Lorenzo wieder vor Rossi, Pedrosa und Marquez. Oh, Marquez noch Vierter, ja. Oh, Lorenzo, Wahnsinnsstart hier. Ich glaube, da will es wissen. Pradl Sechster, ja, da war es da vor mir. Den hätte ich können noch erwischen. Crutchel war gar nicht weit weg hier von Marquez. Hayden 9. Ja, 21, weit weg. Vitrucci, Depinay, Peschek, Corte, Smith und Espargaro. Schauen wir uns gleich einmal die Gesamtwertung an. 20 gute Forschung jetzt schon hier von Lorenzo auf Pedrosa. Rossi und ich nur auf der 4. Bin aber da bei den ersten zwei, also bei den von 2 bis 4 gut dabei. Marquez 5. Ja, auch gut. Ja, Lorenzo reißt aus. Das ist eigentlich das einzige Problem, weil der hat das einzige Problem, der hat da alles, glaube ich, gewonnen. 70 Punkte, ja klar. Unglaublich.
Also hat auf jeden Fall die meisten Punkte jetzt geholt. Wenn er aber alles direkt gewonnen hat, das erste Rennen, weiß ich jetzt gar nicht. So was merke ich mir nicht. Auf jeden Fall jetzt die zwei Rennen, die bin ich gerade gefahren. Also die hat auf jeden Fall gewonnen. Puh! Tja. Vamos. Lorenzo gewinnt den spanischen Grand Prix. Schaut so aus, ja. So. Le Mans, Le Mans, Le Mans. Uiuiuiuiui. Mugello. Assen. Sachsenring, Laguna Seca, Laguna Seca, weiß ich, das gewinne ich sicher nicht. Indianapolis kann ich gewinnen, Brno kann ich gewinnen, Silverstone weiß ich nicht. Misano, glaube ich, könnte ich gewinnen. Aragon wieder nicht. Sebang, ja, weiß ich jetzt nicht. Für WM wird das schwer. Für WM wird das schwer. Vielleicht soll ich doch nur am PC fahren. Egal, wir reisen mal nach Le Mans. Ich werde es jetzt einmal versuchen zu fahren. Ich habe jetzt einen Cloud-Speicher da beim Steam. Wenn es halbwegs gut geht, werde ich da Le Mans jetzt gleich anschließend aufnehmen. Wenn nicht, muss ich das daheim fahren. Egal, das Quali kann ich einmal fahren. Das ist dann nicht so tragisch. Das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Ja, ich bedanke mich mal für den Part. Gar nicht einmal so einfach, wie man das gedacht habe. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis bald.